Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Wir sind schon ganz, ganz nah an Moosbach City dran. Das sehen wir in dem Haus hier. Da steht ja jemand draußen. Ich weiß von nichts. Okay. Mit einem Hideout ist man schneller. Okay. Muss ich doch bei Gelegenheit mal testen. Also. Aber jetzt sind wir erstmal in Moosbach City und nehmen direkt erstmal unser Pokémon wieder mit, weil hier Arena und so. Wollen wir dann zuerst noch direkt die Arena machen oder erstmal ein bisschen in der Stadt rumlaufen? Ich bin ja immer dafür, erstmal hier so ein bisschen rumzulaufen, so. Was haben wir denn hier Tolles? Ah ja, okay, okay. Genau, das stimmt. Diese beiden Items, wie auch immer, machen es möglich, einen Bereich zu betreten, der normalerweise nicht zugänglich ist. Klar, gib her. Verrate ich dem doch nicht. Was viele nicht wissen beim Kingstein, er erhöht zwar die Chance darauf, dass der Gegner zurückschreckt, aber nicht, wenn man eine Zurückschreckattacke benutzt. Das gilt nur für Attacken, die einen nicht zurückschrecken lassen. Das heißt, wenn ihr Biss oder Eiszahn oder Donnerzahn spielt, spielt darauf nicht Kingstein. Das funktioniert nicht. Es rechnet sich nicht aufeinander. Weil ihr könnt es für jede andere Attacke benutzen, für Nachthieb oder sowas zum Beispiel. Dann habt ihr Crit und Flinch-Chance, was ziemlich lustig ist. Was worauf noch ziemlich stark ist, ist zum Beispiel Eisspeer oder sowas mit Austausch. Wenn das fünfmal trifft, zählt fünfmal die Chance. Natürlich nicht aufeinander gerechnet, sondern jedes einzeln, aber... Ah. Ja, lass ihn doch. Ja, große Raketen. Ja. Ja, er tut es auch, und zwar, wenn man da einen bestimmten Code einscannt. Kann ich auch mal machen, aber nicht jetzt. Das werde ich irgendwann später machen. Ja, generell doch Geheimbasen zulassen, als wenn da irgendjemand... Ja, keine Ahnung, mir so ein Ding schicken will, das mache ich gerne. Diese QR-Codes da oder so. Und ach du meine Güte, was ist denn hier los? Aha. Ja. Pfiffien, Flemmli und Daniel. Pfiffien. Oh Mann. Magnen. Nein, den haben wir doch schon. Wie sieht das an oder so? Pfiffien. Spam is real.
Voll viele Items hier rumliegen, krass. Kein Beleber gebraucht oder so eigentlich, oder? Nee, nicht, dass ich jetzt wüsste. Ja, gib mir. Jetzt haben wir alle drei Angeln und Tubangel ist die beste Angel und ja. Ja. Und wenn das mit Tohaido erst schneller geht, würde ich mal versuchen, eins zu fangen, ein Kaniwanha. Und dann. Ja, es ist halt besser als Bolini, ne? Ja, man kann aber hier einfach so an die Rakete und die sabotieren, also Pokémon ist echt sicher. Ja. Gut, dass wir da nichts dergleichen vorhaben. Ja, das sind die Psychos. ja. Die Witze werden doch irgendwann alt und das ist eine sehr interessante Arena, denn die ist komplett neu gemacht. Ich finde die aber lustig, wenn ich ehrlich bin, finde ich die richtig lustig gemacht. Aber ja, wie gesagt, Psycho Arena ist für uns halt GG easy, weil 5 Unisch-Pokémon und da können die nichts machen. Gar nichts. Wieso ist der Level 42? Oh nein, er hat der Zwinger. Verliere ich ganze 2 AP durch meinen Nachthieb. Oh nein. Oh nein. Wieder zurück. Lululululu. Jetzt hier rüber. Dann das anmachen. Und dann geht das darüber, okay. Oh nein, er hat uns entdeckt. Haben das Gefühl. Ja, ich finde das ein bisschen creepy, aber gut. Die haben auch alle Kadabra, ne? So, der Uri Geller ist hier das Pokémon, das alle haben müssen, ja. Löffel verbiegen hier. So. 3 Fingern und ein Schnauzer da und was weiß ich nicht alles. Gut, Magiespiegel zu kopieren bringt ihm ja nichts, weil wir ja keine Statusattacken benutzen. So. Haha. Wie hart Absol die aber countert. Die können halt nicht mal ihre Attacken, sie können jetzt nicht mal Wunderauge einsetzen, weil es zurückgeworfen werden würde. Also das ist richtig brutal, was Absol hier mit denen macht. Ja. Nice. Nudler. Zabuz. Das ist sehr effektiv. 50% Chance und ich habe nicht gequittet. Oh. Schade, schade. Nee, da fühlt man sich immer so. Ich frag mich halt jetzt, wie ich es am besten schaffe, gegen alle Trainer zu kämpfen. Okay, das erschien mir ganz logisch. Ich habe noch 9 Angriffe mit Pico, bevor ich mich heilen muss. Okay. Oh, ein Feen-Pokémon.
Aber Kehle hält ja noch nichts aus. Gardua ist erst irgendwie ansatzweise sinnvoll. Das ist einer der stärksten Unterschiede von den Werten. Gardua bekommt so, so starke Werte auf einmal, wenn es sich entwickelt. Das können wir drin bleiben. Es wird weggekrittet. Das grinst aber schon lustig. Jetzt ist es sehr langsam und fällt um. Gut, voll auf die Schnauze gefallen, Leute. Manche Pokémon haben auch echt eine komische besiegt Kampfunfähigkeitsanimation, keine Ahnung, wie nennt man das? Manche bleiben einfach stehen, manche fallen um, manche. Ja. So, du willst mich also daran hindern, den Stein anzufassen? Ja, war wohl nix, ne? Die tricksen bestimmt eh, die haben immer das Pokémon irgendwo im Hintergrund und man sieht's einfach nicht. Nachthieb! Zabuz! Level 40 auf absolut, wow. Sehr gut. Ja, dann wechseln wir mal, weil sonst wird das doch wieder zu viel Level. Achso, wollen wir die Magnetien ja auch noch trainieren. Sterndu ist schneller, stimmt, ja. Sterndu ist sehr schnell. Starmie. Sterndu. Wow, es gibt sogar noch einen Angriff raus. Das ist halt, okay, Genesung zu machen, wenn man mehr als 50% Schaden macht, ist immer dämlich, mein Freund. Aber man lernt ja nie aus, also. Vielleicht machst du es im nächsten Mal ja besser. Jetzt Tio noch nach vorne, hättet ihr erst Level 38, dann müsst ihr auf jeden Fall noch ein Level aufsteigen. Ja, das solltest du. Das solltest du. Palim, palim, lol. Keine Ahnung, ich finde Palim, palim echt nicht stark oder so. Das ist voll das komische Pokémon. Bis. So. Ja, es ist halt, ja. Keine Ahnung. Weiß ja nicht, wo man das jetzt irgendwo sinnvoll benutzen könnte. Ich habe noch nie gesehen, dass man Palim Palim für irgendwas tatsächlich benutzen kann. Haben jetzt nur noch die Arena-Leiter. Wow, das ging ja flott. Ja, dann werde ich, glaube ich, einfach meine zwei Absoluts davon setzen, weil wir wissen ja, der Kampf gegen jene diese Leiter ist ein 2 gegen 2 Kampf. Und das sollte reichen, ja. Jetzt schweben wir da ganz durch. Wusch, hoch geht's da. Na hallo. Ist da noch Platz hier so, ja? Sind halt keine richtigen Zwillinge. Das heißt nicht richtige Zwillinge, sind halt keine Eineigen, sondern zwei Eige. Ja, ne? Bruder und Schwester. Deswegen weiß nicht, warum die hier so alles synchron machen. Aber gut.
Ja. Ganz toll. Ja. Boah, seid ihr cool, ihr könnt euch im Kreis drehen. Bam, Alter, jetzt haben sie mir gegeben. Reno und Svenja, also ich fand's cool, dass es mal einen 2 gegen 2 Kampf als Arenaleiter gab. Allerdings. Wie man jetzt sieht, die zwei haben nur 2 Pokémon. Hätten die 4 Pokémon, wäre das irgendwie noch, ja, spannend oder so, aber haben sie nicht. Aber gut, was sollen wir machen? Mega Absol und Crit Absol, go, go! Sabuz. Ja, Life Orb wird ist einfach viel zu stark. Es ist unglaublich. Krass. Wow. Und das sieht man, der Pokami wirkt nicht auf Mega-Pokémon. Ich habe keine Ahnung warum, aber er tut es nicht. Und ich muss sagen, es war echt schwer, das Duo zu spalten und jetzt hat mein Monoteam halt einmal den Vorteil gehabt. Weil der Gegner jetzt seinen Counter erwischt hat und ja. So kann's kommen. Finde ich nicht gut, ich brauche Ego Trip nicht. Ja. Er hatte halt Psycho-Pokémon, auch wenn die beide Typ Gestein waren, aber ich hatte einfach viel zu viel Schaden für euch. Da bringen euch eure 4 Level halt mehr auch nichts, oder 5, keine Ahnung, 5 Level mehr waren es, glaube ich. Und das ist der Zedorden. In Part 23, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß, ich habe sehr lange gepasst, aber trotzdem. Call Mind auch wieder eine Attacke, die mir leider nichts bringt. In dem One zumindest. Tschüss, Katze. Wegteleporten. Swoosh. Swoosh. Jetzt müsste auch schon eine Troy kommen und sagen, ey, ey, wir haben hier so... Ja, oder wir sehen einfach diesen gigantischen Energiestrahl aus dem Meer emporsteigen. Das ist jetzt echt nicht so cool. Ja, das ist krass. Okay. Was ist los? Ja. Das ist nicht gut. Ja, noch ein bisschen, ne? Da ist unsere VM, super. Die brauchen wir auch ganz, ganz dringend, um Szenen zu zeigen. Das kann auch nicht schaden.
Ja, irgendwo, danke. Ich weiß von meinem Piratbüro an, als ich die ganze Zeit dann hab Aquana als VM-Sklavin missbrauchen dürfen. Das arme Tier. Und naja. Als ich dann in die Trophäe gegangen bin, hat es dann wieder sein normales Moveset mit Spukball und Siedewasser, aber zwischendrin hat er es halt als Kaskade und Taucher drin gehabt. Und Surfer. Stimmt, Surfer auch, ja. Ich hab wirklich nur Wunschtraum richtig drin gelassen. Und dann hatte ich am Ende hatte ich aber wieder Eisstrahl, Spukball, Siedewasser und Wunschtraum. Ja, genau. Aber wollen wir jetzt erstmal ein bisschen angeln? Ja, oder? Vielleicht finden wir ja tatsächlich einen Kaniwanha. Obwohl ich jetzt gar nicht die Encounter-Raten für Pokémon, die man angeln kann, weiß, weil ich den Pokémon nur wirklich sehr selten angel. Keine Ahnung warum, also das ist auch wieder sowas. Schauen wir doch mal, was ist das? Das ist ein Weilmer. Das können wir aber auch fangen. Ja, vielleicht nicht mit Absol. Ja, vielleicht mit Hyperball, ja. Ich hätte mir vielleicht ein Pokémon mit das Schwächengarn mitnehmen sollen. Aber was, passt schon, Hyperball, easy. Kugelwal, 130 Kilogramm, 2 Meter groß. Weilmer kann Wasser in seinem Körper speichern, um sich in einen Ball zu verwandeln und herumzuhüpfen. Wenn es die Wassermenge steigert, kann dieses Pokémon noch höher hüpfen. Was zur Hölle? Das macht keinen Sinn. Ein Ball-Pokémon. Okay. Ja, ich nenne das Kugel. Keine Ahnung, irgendwie. Will ein Kaniwanha. Komm, gib mir Kaniwanha. Warte mal, gibt's keinen Kaniwanha, oder? Ich glaube, sonst wäre mir das hier angezeigt. Stimmt. Ich stemm lag. Die Frage ist nur, wo gibt es dann Kaniwanha? 14 gefangen, wow, ich habe echt viele Pokémon gefangen. Ach, da oben, oh, das ist ja richtig cool. Das ist mir, glaube ich, schon mal aufgefallen, aber ich habe irgendwie voll vergessen. Habitate, genau, so. Ah, hier gibt's die. Okay. Ja gut, dann machen wir das mal, aber nicht in diesem Part. Keine Ahnung.
Das kann man später machen dann. Ich würde mal sagen... Ja doch, wir müssen an sich jetzt schon... was kann ich noch machen? Ah, ich weiß, was ich noch machen kann. Genau. Jetzt ist erstmal wieder Goldini. Und dann gehen wir damit... Na, wo ist es? Da ist es. Kurz in die, wie heißt's? Höhle da oben, boah. Salzküste oder so. Geh weg. Irgendwie muss ich hier lang, glaube ich. Ja. Okay, das meinte ich nicht. Aber jetzt kann ich schon mal für die zwei Felder Safa einsetzen. Das ist so blöd. Ein Schwimmer, mit dem ich nicht kämpfen möchte und... Nee, ich will doch nicht sagen. Wieso guckst du aufs Wasser? Da kann man dich ja, muss man dich ja ansprechen, um mit dir zu kämpfen. Oh, warte, darauf legst du es an. Du tust so, als wärst du einer, der einem was geben könnte. Und dann bist du in Wirklichkeit ein Trainer. Du Schlingel, du. Wow, der Damage. Ja, Life Orb ist ein richtig cooles Item. Mashok. Wow. Ciao, Mashok. Warum sind Kampf-Pokémon eigentlich gegen Flug-Pokémon schwach? Ich meine, gegen Psycho-Pokémon, ja, der Geist ist stärker, aber... Das andere? Hm. Ja, vielleicht sehen die nicht kommen oder sowas. Oder kommen nicht ran, keine Ahnung. Mit Feen ist aber auch so eine, die ich wieder nicht verstehe. Naja. Oh nein, es hat Bedroher. Oh nein, ich habe Schaufler. Wow, Barriere. Stimmt. Tentoxa kann Barriere. Ist schon mal die Schwäche rausgenommen. Ja, das hat er nicht schlecht gemacht. Krass, jetzt holt er erst nochmal den ganzen Schaden raus, den er rauskriegt. Nicht schlecht, mein Freund. Ja, das ist auch sehr stark auf den Toxer, finde ich. Doch, sollte ich? So, das sind noch zwei Trainer und dann können wir schon in die Küstenhöhle. Küstenhöhle, ich sag schon Salzküste. Ne, es gibt Küstensalz und Küstenschale. Aber dafür muss man zweimal rein. Ich habe keinen Eiszahn, nein, und ich habe auch keine Wasserattacke. Blödes Monotyp-Team. Passt Monotyp. Ja, egal, wenigstens haben die keinen Angriff.
Ach stimmt, ich habe eine Feenattacke. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Vielleicht kann ich es zurückschrecken lassen. Wow, das überlebt es. Lol, Angriff nochmal gesenkt. Das ist immer noch minus 1 Angriff. Cool. Das hat immer noch 0 Angriff, okay. Richtig cool. Ich wollte Fenster auch eigentlich darauf einsetzen. Und dann bis darauf. Ja, weil der eh nochmal 300 macht, weil der Angriff jetzt erst auf 0 ist. Und auf plus 2 Speed, lol. Nee, warte, sein Angriff war noch niedriger. Sein Angriff ist immer noch minus 1. Oh, so gut. Die Betrohr-Kombi ist echt stark. Bodycheck? Nein, 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 nein. Bodycheck brauchen wir nicht. Gerne kommt vielleicht ein bisschen spät, oder? So in der letzten Runde, die du noch lebst. Ja, erster Schlag. Witzer Trümmerer besiegt. Oh mein Gott. Hab doch gerade gesagt, dass Bodycheck irgendwie nicht so gut ist, ne? Bodycheck ist eine der schlechtesten Attacken, die es gibt. Die hat, glaube ich, Stärke 85, Genauigkeit 90 und dann noch Rückstoß. Also es ist unglaublich schwach. Kann daneben gehen, haut den Rückstoß rein. Warte mal. Was war da draußen? Ich wollte gerade sagen, nee, da gibt's auch keinen Kaniban, ha? Ist der Border ist Flut. Es ist Ebbe. Klar, ja, mach ich, mach ich. Warte, was war da hinten? Ah, der kann nicht hoch, stimmt. Ja, das geht nicht. Da muss Wasser sein. Gehen wir erstmal da unten lang. Ich brauche jetzt nicht das Eidrad, oder? Och nee. Ich will jetzt nicht das Eilrad holen müssen. Ist ein Mist. Habe ja schon mal ein Küstensalz. Fehlen noch 3. Gehst du weg? Ich will dich nicht fangen. Ich will dich auch nicht sehen oder sonst was. Nein, er will das Pokémon. Hi Golbert. Ich habe mir dich irgendwie schon 10.000 Mal gesehen, oder? Warte doch an mir. Ich glaube, die Küstenschalen erreicht man eher bei, wie heißt es? Flut. Ja. Hier ist nichts versteckt, warum auch nicht? Ja, gut, gut, gut. Bleib jetzt einfach mal eiskalt an ihm vorbei. Okay, da oben gibt's eine VM, eine TM, deswegen muss ich die holen. Und Stärke, ich brauche jetzt Stärke, Stärke spielt das sowieso noch. Ja, da bringt es halt jemanden bei. Nee, warte, der hat sonst Trümmerer, der hat sonst Trümmerer. Ja, komm.
Ich hab noch Angeberei auf dir. Okay, dann tschüss Angeberei. Dann kann ich zur Not noch Pinsteraura vergessen. Weil Lissandra eh nicht so speziell ist. Weil wegen Minuswesen und so. Ich hab's nur vor der Lolz drauf irgendwie. Boah, wie lange muss man das denn schieben? Boah. Ich komme hier nicht mal durch. Was? Oh, man kann hier rüberspringen, okay. Ah, ich hätte noch daneben die Leiter aufgemusst. Verdammt. Nein, 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 lass mich gehen, lass mich gehen. Deswegen aber zum Beispiel Stärke ist eine viel bessere Wahl für Pokémon, die Bodycheck lernen können. Genauso wie Body Slam einfach deutlich besser ist, weil es einfach noch diesen krass guten Effekt hat. Kannst du auf mir weh zu tun? Ich mag das nicht. Au! Au! Nicht an mir hochklettern mit den Krallen, das tut weh. Finde ich nicht gut. Maus. Hatte schon wieder zu lahan. Tschüss, Galbert. Ha. Jetzt hörst du auf, mich zu hauen. Ich glaub's baggert. Nee. Mach hin, ich muss doch vier von den Dingern finden, dass ich raus kann. Komm schon. Geh weg. Blöde Seemobs. Ich will jetzt nicht gegen den Typ kämpfen, fertig. Ist mir doch jetzt egal, es dauert zu lange. Ah, hier ist noch ein Salz, super. Ich hab die vier Salz, alles ist klasse. Okay, dann kann ich doch noch gegen den Typ kämpfen, oder? Der Ball wird aber dann viel, richtig viel zu lange. Oh Mann. Wobei, ich nehme ja heute eh noch einen auf. Stimmt, ich muss ja gar nicht bis morgen warten. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.